So, liebe Grüße an alle, die gerade dabei sind bei Sid Meier's Civilization 6, bei unserem neuen Stream auf Twitch mit den Maya. Wir zeichnen für YouTube auf, das heißt, doch beginnt eine kleine Mini-Staffel. Das ist der letzte, wir haben noch mehrere Streams auf Twitch, jetzt im Dezember, heute ist der 21., ein paar Folgen noch. Letztes Mal allerdings für heute oder für überhaupt in diesem Jahr, dass der Community-Moderator Matze mit dabei ist. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße an euch alle. Das heißt, auf YouTube die nächsten 5, 6 oder 7 Folgen ist Matze noch dabei. Danach ein paar Dutzend Folgen wahrscheinlich. Nur mit WB. Matze, zitterst du schon? Ich zitter ein wenig, aber eher, weil mir das so viel Spaß macht, immer mit euch gemeinsam hier Civ zocken zu dürfen und hier mit dabei zu sein. Und das werde ich tatsächlich vermissen, fürchte ich. So, Dille. Also, in 5 Runden wird das Taj Mahal fertig sein, also fertig erforscht sein, dann können wir es bauen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das gucken wir uns dann in den 5 Minuten an, in 5 Runden an. Wir gehen mal eine Runde weiter, im Augenblick bauen wir alle Orte fleißig, wir holen auf und bei der Forschung in beiden Bereichen hinken noch hinterher, sind noch mittlerweile etwas guter Dinge. Militärisch sind wir mit einer der führenden Mächte massiv nachgerüstet hat allerdings Alexander von Makedonien. Das heißt, es könnte sein, weil er uns ja immer gerne denunziert und grollt, dass sich einer von uns beiden, Matze, in wenigen Runden, falls wir angegriffen werden, eine Loyalitätsfrage stellen muss. Ja, ich bin gespannt auf eure Angebote. Ich bin ja durchaus beeinflussbar, nennen wir es mal so. Ich habe zwar eine Tendenz, eine Präferenz, die selbstverständlich für das Maya-Reich spricht, allerdings finde ich, so ein Reich in Richtung Mazedonien umbenennen zu können, von Makedonien zu Mazedonien, finde ich jetzt auch sehr verlockend. Ja, wir machen mal weiter und hoffen, dass wir so erfolgreich sind, dass Matze nicht überläuft. Und eins weiter. Eine Runde weiter, Leute. Regierungskartenwechsel, da war, glaube ich, nichts, was wir wechseln wollten. Brembob. Ich glaube, die waren alle noch gut. Ja, das vor der Partie mal reingeguckt. Genau, also das hattet ihr auch, glaube ich, beim Ende vom letzten Stream euch angeschaut. Das ist alles super. Viel Annehmlichkeiten mit dabei, die uns glücklich oder begeistert machen. Ongri hat eine zauberhafte Idee im Chat auf Twitch, nämlich eine Idee, wie man mit Kanalpunkten auf Twitch spekulieren könnte. Das sagt den YouTube-Zuschauern nichts, aber das ist so ein Mechanismus, wo man bekommt Punkte, wenn man hier immer dazukommt, die sind nichts wert. Es ist einfach nur Ruhmehre, die heißen Bullenkramer-Punkte. Und da machen wir öfter so kleine Minispiele auf Twitch, dass wir dann so, dass die Leute so Wetten abschließen können. Die können dann Kanalpunkte investieren und wenn ihre Vorhersage, also auf die Seite, auf die sie sich schlagen, was wohl passiert, wenn das klappt, dann bekommen die noch mehr zurück, so in der Art. Einfach so ein Minigame, was viel Spaß macht. Und da hat Ongri gerade eine Idee, Matze. Ongri schlägt vor, wir könnten doch mal euch fragen, ob Alex, der uns hier gerade lobt oder disst, nein, ich glaube, er disst uns dafür, dass wir ein goldenes Zeitalter erreicht haben, ob der uns noch heute in diesem Stream den Krieg erklären wird. Dieses glorreiche Zeitalter eures Volkes ist in meinen Augen nur Prahlerei. Ich freue mich auf den Tag eures Niedergangs, Matze. WB, sagt er. Das ist eine klare Ansage. Heißt nicht, dass er uns angreifen wird, er steht aber gut da. Auch Genghis Khan, also magst du so eine Vorhersage machen? Oder sollen wir das wie das eine dir überlassen? Der ist ja auch im Chat da. Also ich habe sie gerade abgeschickt. Prima. Also ihr könnt jetzt daran teilnehmen, eure Bullenkammerpunkte ausgeben. Das ging so schnell, weil ich so schnell tippen konnte, sondern weil wir so eine ähnliche Vorhersage schon mal gemacht haben. Recycle. Ohne Tippfehler. Sehr schön. Ohne Krankenschlechter und ähnliche Geschichten. Dieses glorreiche Zeitalter, bla bla bla. Genghis Khan sagt genau, Genghis Khan ist ein Plagiator. Der sagt genau das, was Alex vorher auch gesagt hat. Es gibt ja Vorurteile, dass Leute, die viel Muckis haben und gut zuschlagen können, wenig in der Birne hätten. Ein Vorurteil, das ich persönlich für Unfug halte. Aber Genghis Khan versucht es zu unterfüttern, indem er einfach nur nachplagiiert, was Alex vorher gesagt hat. Naja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also selbst wenn man ein Plagiator ist, kann man damit noch, eine Zweitkarriere starten. In einer großen deutschen Stadt beispielsweise oder in der Hauptstadt sogar noch regierender Bürgermeister werden oder ähnliches. Also da muss sich niemand Sorgen machen. So eine Widmung wählen wir. Das Industriezeitalter beginnt. Und die anderen? Chandragupta, normales Zeitalter. Ebenfalls Saladin. Alexander hat ein dunkles erwischt und wir ein güldenes.
Genghis Khan, unser Best Buddy, neben Chandragupta, ebenfalls ein dunkles, und Jaja, unsere Erzfeinde, Jaja und Alex, haben beide ein dunkles Zeitalter erwischt. Das heißt, wir üben Loyalitätsdruck denen gegenüber aus. Das ist sehr, sehr cool. Wie läuft die Vorhersage, Matze? Wie nimmt man daran teil? Also ist ein Fensterchen bei euch aufgegangen, wo dann die Frage steht, erklärt uns Alexander heute noch den Krieg? Da könnt ihr entweder für Ja oder Nein abstimmen, müsst dann sagen, wie viele Bullenkammerpunkte ihr seht auch eine Quote, wenn eure Gruppe gewinnt, wie viel ihr dann davon wieder zurückbekommt, oder wie viel ihr dann ja entsprechend verdienen würdet. Und momentan würde ich sagen, sind 71% für Ja, Alex wird uns heute noch den Krieg erklären. Das ist eine ganze Menge. Also, wir haben extreme Loyalitätsdruck gegen Alexander, können jetzt eine, das könnte gleich Probleme geben mit dieser Stadt im Osten, die im Hintergrund leicht transparent sieht, das gucken wir uns gleich mal an. Also, dass wir die vielleicht bekommen oder Druck auf die ausüben können oder was auch immer. Wieder die Wahl zwischen vier verschiedenen Widmungsboni, von denen wir eine nehmen können. Und spontan würde ich sagen, wir nehmen natürlich den Herzschlag des Dampfes, Matze. Ja, natürlich. Higgs und Antakonis bringt uns nicht mehr viel, weil wir werden hier nicht groß durch die Gegend segeln und auch nicht mehr viele Städte gründen. Wir werden Münzreform nicht nutzen können, weil wir nicht viele Handelswege haben zu den Waffen. Wir wollen keinen Krieg führen, also auf zu dem Herzschlag des Dampfes. Das machen wir. Liebe Grüße an Hurasura fürs 7. Abo schon. Danke dir herzlich für deine Unterstützung auf Twitch. Und auch an Mitch bereits das 6. Abo, auch bei dir halbes Jahr. Danke ebenfalls an Mitch. So, wir werden machen einmal Herzschlag des Dampfes. Falls wir Wunder bauen, es müssen allerdings späte Wunder sein, keine frühen, bauen wir die in den geringfügig schneller. Das ist jetzt nicht so der Bonus, der entscheidend ist dafür, dass wir das nehmen, aber cooler ist, und darauf spekulieren wir schon lange, der Wissenschaftsnachbarschaftsbonus des Campusbezirks gewährt auch Produktion. Und da gibt es eine ganz coole Möglichkeit, wie man das nutzen kann, Matze. Also wir haben ja massiv, bei uns heißt das Campus, der Campusdistrikt Observatorium. Und wir haben extrem darauf geachtet, dass wir so hohe Nachbarschaftsboni durch den haben. Das ist auch für uns Maya relativ einfach, weil wenn wir den neben eine Plantage stellen oder rundherum, was weiß ich, wenn wir da rundherum Bauernhöfe bauen, was ja oft schnell möglich ist, dann wird der geboostet und dann gibt es einen hohen Bonus. Das haben wir intensiv genutzt, und das kann man noch, und deshalb gibt der Bonus jetzt zusätzlich halt auch ohne das Gebäude draufstehen. Nur der Bezirk selber muss dort stehen, noch Produktion, und das ist ein schöner Boost für die Stadt. Aber das kann man, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Matze, noch super cool kombinieren mit einer passenden Politikkarte. Wir haben ja aktuell die Naturphilosophie uns zu eigen gemacht, haben die eingestellt als wirtschaftliche Karte, und die verdoppelt diesen Nachbarschaftsbonus. Und das bedeutet dann mit dieser Widmung, dass sich auch der Produktionsbonus verdoppelt. Da steht sie, Naturphilosophie. Das heißt, es verdoppelt sich zuerst der Bonus für das Observatorium, und dann bekommt man diesen Forschungsbetrag lokal in der Stadt noch als Produktion gutgeschrieben. Das ist schon, ja, das ist gut. Das brauchen wir auch dringend. Das brauchen wir dringend, weil wir kämpfen immer noch darum, ob wir es hier packen oder nicht, auf Gottheit. Das ist sehr gut. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt müssten mehrere Städte super produktiv geworden sein. Am Seidenfaden hat jetzt deutlich mehr Produktion, zwei mehr durchs Observatorium. Ich bin mir, zwei Bauernhöfe, das ist noch nicht so viel hier oben. Das müssten vier gewesen sein, dann müssten das jetzt acht sein, ein Nachbarschaftsbonus. Sechs durch Observatorium, drei, sechs stimmt. Zwei durch die Plantage, ein Nachbarschaftsbonus durch die beiden Bauernhöfe. Das sind drei mal zwei, sind sechs. Die bekommen wir an Forschung drauf und zusätzlich noch an Produktion drauf. Und so ähnlich funktioniert das auch bei manch anderen Städten. Das sind unsere coolsten hier. Die haben ganz raffinierte nebeneinander gebaut. Jetzt erst recht, das war, glaube ich, dieser hier. Das ist der von jetzt erst recht. 10 Wissenschaft und 10 Produktion durch dieses Observatorium, weil Plantage daneben und Regierungsplatz und Pi und Pa und Po auch. Ich hoffe, ihr werdet das nicht als einen dummen, erotischen Witz, aber zwischen Pi und Pa, Po gehört auch dazu. Und daneben halt noch das Observatorium hier. Das ist das von Wüstenwiege direkt daneben. Und das gibt 14. 14 und nochmal 14 drauf. Das ist so cool. Lieben Dank an Dr. Bers. Das finde ich auch cool. Danke dir. 5 Abos verschenkt an Cyrotronic, an Transistor, an Purple WTF, an Eckhardt und an Noels. Oder Noels? Noels, ne? Danke dir.
Noël ist doch Weihnachten, oder? Ist Noël nicht Weihnachten auf Französisch? Weißt du das, Matze? Das ist in der Tat so, bien sûr. Das ist ja wunderbar. Das heißt, das ist sogar der passende Nickname. Dr. Bers hat sogar das Weihnachtsfest. Eventuell ist das der Weihnachtsmann inkognito hier. Vielleicht hat Dr. Bers sogar inkognito den Weihnachtsmann im Chat erwischt und beschenkt. Noël, bist du der Weihnachtsmann? Weihnachtsfrau, Weihnachtsmann? Kannst dich gerne outen. Bleib unter uns. Wir sind wenig Leute hier, kleine Community, klein aber fein. Kannst es gerne offen reinschreiben. Wir vergessen das auch ganz schnell wieder. Dr. Bers, ganz super gut. Mit Auge beschenkt. Super gut gemacht. Bin mal sehr gespannt, ob wir gleich noch ein Outing bekommen im Chat. Das fände ich ja sehr spannend. So, auf jeden Fall, das ist super. Jetzt schwimmen wir in Produktion. Das ist bei allem hilfreich. Nächster Schritt ist, dass wir hier oben uns überlegen, ob wir die Karten wieder wechseln. Die können wir nämlich nochmal wechseln, weil gerade Zeitalterwechsel war. Aber eigentlich, glaube ich, keinen Anlass, die zu wechseln. Es sei denn, wir würden jetzt mit dem Bau eines weiteren Spions beginnen oder eines Weltwunders. Das haben wir beides im Augenblick nicht vor. Wir wollen im Augenblick auch keine Einheiten verbessern. In drei Runden können wir nochmal die Karten wechseln. Ein weiterer Spion wäre jetzt baubar in jetzt erst recht. Uni fertig. Nächster Schritt könnte Uni sein. Bauen. Gibt bei uns, weil wir einen Forschungsstadtstaat haben, wo wir gut Gesandte hingeschickt haben. Eventuell, meinte Noels. Gibt es nochmal ordentlich Produktion oder alternativ hier oder woanders nochmal verbotene Stadt. An Joker-Politikplatz ist die verbotene Stadt schon im Bau irgendwo. Ja, an zwei anderen Stellen. Hier ist sie, ich schätze mal, zu 40% gebaut, vielleicht zur Hälfte. Und hier gibt es 10 Bürgerpunkte, das wäre echt ein Wettlauf. Und hier vorne ist sie noch etwas früher. Aber das finde ich kritisch, da würde ich, glaube ich, jetzt nicht gegenhalten, Matze. Da müssten wir uns schon total drauf konzentrieren. Und dann würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Die verbotene Stadt bringt einfach einen Joker-Politikplatz mehr, dass man alles Mögliche machen kann. Das ist schon mal ganz, ganz cool. Ein Händler, das ist auch ein guter Hinweis, denn wir haben ja mittlerweile einen Händler extra bekommen durch... Wodurch war das nochmal? Hatten einen... Ein Leuchtturm, den wir, glaube ich, fertiggestellt haben. Ja, genau, gut. Das wäre eine Option, aber ich würde trotzdem eher auf die Uni schielen. Und den Händler gucken, den Händler können wir überall. Wir gucken einfach mal alles durch. Handelszentrum, Markt, 5 Runden, noch ein Händler. Das kann man auch kaufen. Wir wollen aber, hey, wir beschleunigen erstmal hier. Mit dem Militärpionier. Staudamm im Bau in Taruga. Produktion bei 25. Das können wir mal beschleunigen hier. Zwei Aktionen machen wir nächste Runde. Ich glaube, da müssen wir das noch nicht mal als Bauprojekte eingeschaltet haben. Ich könnte mir vorstellen, den Markt... Was kaufen wir? Den Markt zu kaufen kostet 480. Ein Militärpionier zu kaufen, der 40% der Produktion eines Aquäduktes oder eines Staudamms bringt, kostet 680. Ein Staudamm hier zu bauen... 20% davon, wenn der 16 Runden läuft, sind 3,5 Runden etwa. Ne? 3,5 Runden würden wir sparen. Also über den Daumen so knapp 7 Runden würden wir sparen hier an Bau des Staudamms, wenn wir einen Militärpionier hinschicken und den Staudamm dadurch um 40% beschleunigen. So ganz grob, 7 Runden etwa. Und das wäre allerdings deutlich teurer als der Kauf eines Marktes, der 5 Runden dauern würde und 480. Kommt in etwa hin. Ist etwa Pott wie Deckel irgendwie. Ne? Kann man hier unten kaufen und dann rüberschicken. 166. Ich würde tatsächlich den Militärpionier... ja, das ist eigentlich völlig egal. Den Staudamm brauchen wir nicht. Also wenn wir hatten ja eben darüber diskutiert, Matze, vor dem Stream, wo wir das Taj Mahal oder den Taj Mahal, der fertig wird in 3 Runden, wo wir den platzieren. Da hast du 2 Möglichkeiten ausgeguckt. Darum müssen wir jetzt doch mal befinden, denn eine der meinen Möglichkeiten wäre hier in Taruga. Dann müssen wir den Riesenplan, den wir an den Tag gelegt haben, wann welcher Bezirk in welcher Reihenfolge kommt, mal unterbrechen.
Was war dann deine Idee? Also das Taj Mahal muss ja neben einem Flussgeländefeld oder auf einem Flussgeländefeld so rum platziert werden. Fluss muss angrenzen und das bietet sich natürlich immer an, Wunder auf Geländefeldern zu errichten, die selbst wenig bringen, weil man davon keine Erträge mehr sich holen kann. Und deshalb sind natürlich sowas wie Wüsten- oder Tundra-Geländefelder besonders interessant. Es gibt ein Wüstengeländefeld in Taruga, wo das baubar ist, das Taj Mahal. Und jetzt ist es so, dass man natürlich neben Weltwunder auch gut einen Theaterplatz platzieren könnte. Und das würde sogar hier funktionieren, in einem Dreieck, sogar noch mit zwei weiteren Bezirken, sodass wir dort einen +3er Nachbarschaftsbonus uns holen könnten. Weshalb ich das hier ganz attraktiv fände, in Taruga zu bauen. Würden allerdings erstmal, weil der Bau vom Taj Mahal schon eine Weile dauert, erstmal alle Pläne zurückstellen. Hier erstmal die super Deluxe Industriegebiete zu bauen, die uns boosten und erstmal den Taj Mahal bauen, der über den Daumen so viele Runden dauern würde wie Tor de Belém, nämlich 920 Produktionen auf Standard. Das heißt, wir würden etwa 32 Runden normalerweise bauen. Vielleicht könnten wir was umstellen bei den Bürgererträgen, es wäre aber lange. Jetzt schauen wir uns alternativ die Möglichkeit 2 an, Matze, das wäre in Hoffnungsschimmer. Das wäre ein Hoffnungsschimmer, ähnliche Überlegungen. Auch dort gibt es ein Wüstengeländefeld, mit dem wir nichts anfangen können, an einem Fluss. Dort können wir auch das Taj Mahal bauen. Aber es wird sehr schwer werden, dort noch einen Theaterplatz nebenzusetzen, um weitere Nachbarschaftsvorteile sich zu holen. Allerdings ist diese Stadt natürlich schon gut ausgebaut und möglicherweise wäre das auch eine Variante. Hier würde der Bau ebenfalls 32 Runden dauern, also kaum Unterschiede. Man kann auch noch Bürger hin und her puzzeln. Hier fällt der Nachbarschaftsbonus für einen Theaterplatz weg. Hier kann man nichts hinsetzen. Der Theaterplatz sollte hier unten entstehen, haben wir uns überlegt. Hier ist schon ein Boost mit einem Weltwunder und mit Bezirken drumherum. Das heißt, das wäre dann wirklich nur hier. Beides dauert etwa gleich lang. Jetzt ist die Frage, was bauen wir in welcher Reihenfolge? Hier in Hoffnungsschimmer haben wir 11 Bürger. Im Augenblick läuft der Bau des Staudamms. Der läuft hier vorne, ich glaube, auf diesem Feld hier, ne? Ne, das ist das Industriegebiet. Wo entsteht denn der Staudamm? Wo hatten wir den eingezeichnet, Matze? Da links vorne, ne? Links vorne in diesem Industriegebiet, genau. Genau, hier steht er, im dritten Ring. Hier soll das Industriegebiet später hin. Das haben wir schon platziert, aber noch nicht gebaut. Das entsteht später. Hier ist eine Menge zu bauen. Meinst du, wir brauchen das Taj Mahal überhaupt, um immer ein goldenes Zeitalter zu bekommen? Oder wir könnten sogar sagen, wir weichen von unserem Standardplan ab. Wenn es das Taj Mahal gibt, dann holen wir uns das, weil wir das so cool finden. Wir könnten sogar pokern und sagen, wir haben ja nicht viele Städte und viele Bürger. Wir spielen mit den Maya eher mit einem kleineren Reich. So spielt man die Maya normalerweise auf, weil die ja diesen besonderen Bonus bekommen, wenn man die eher kompakt baut mit wenigen Städten. Und so spielen wir die auch, so wie die Entwickler es vorgesehen haben. Und die Anzahl der Punkte, der Zeitalterpunkte, die man braucht fürs nächste goldene Zeitalter, skalieren ja jetzt nicht 1:1, aber so in etwa damit mit, wie viele Bürger man hat. So grob, ne? Und da wir nicht, wir haben zwar viele Bürger, aber wir haben nicht viele Städte und wir haben große Städte, aber es ist nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie in anderen Partien. Wir brauchen etwas weniger Zeitalterpunkte. Wir könnten vielleicht auch sagen, wir lassen das ganz sein mit dem Taj Mahal, Matze, und spekulieren drauf, dass wir es auch so packen. Oder wir sagen halt, selbst wenn wir es nicht packen würden, wir lassen es beim Basisplan. Wir haben das so gut ausgetüftelt mit diesen ganzen Bezirken, wie die sich boosten, da schieben wir nicht noch ein Weltwunder dazwischen. Wir können ja auch das erstmal nach hinten verschieben und ich sag mal im regelmäßigen Abstand gucken, ob die KI das Taj Mahal baut und dann ja erstmal unsere Sachen weiterbauen und wenn die anfangen, dann können wir sagen, nochmal die Entscheidung treffen, machen wir es jetzt oder nicht. Ja, der bessere Platz ist wahrscheinlich der in Taruga, weil produktionsstark sind beide etwa auf einem Level. Hier 25 Produktionen, hier sind sie auch 25, das ist witzig. 25-1. Gleich viel Produktion auf die Komma, auf die erste Nachkommastelle hin in beiden Städten. Ne? Und wir können ja sagen, mit den Militärpionieren, die hier entstehen, boosten wir die schnelle Produktion in Taruga, Staudamm, Industriegebiet und so weiter. Und dann, wenn die Stadt wirklich pulsiert von Produktivität und dann der Taj Mahal noch baubar ist, dann ziehen wir es dann durch. Weil wir haben ja noch Zeit dafür. Der muss ja erst fertig sein in 40 Runden. Kannst du machen? Also,
Das würde ich sagen, können wir noch ein bisschen nach hinten verschieben. Dann machen wir das so weiter und konzentrieren uns mit den Militärpionieren für den Bau hier. Dann würde ich sagen, wir wie viel bringt ein Händler bei uns? Wir bringen, glaube ich, 4-2. 3-2. Wir werden Richtung jetzt erst recht unterwegs. Es ist nichts, was wir im... Könnte uns helfen für Pallava und für Drachenstein. Drachenstein hat schon einen, vielleicht noch einen Händler für Pallava. Hier sind die Werte in der Stadt im Augenblick bei nur 9,5 an Produktion. Und bei sehr, sehr wenig Nahrung. Das finde ich aber nicht schlimm, weil wir haben so viele Bürger hier, die im Augenblick eh noch gar nichts machen können. Weil die Felder, die sobald wir Wald pflanzen können, können wir diese Tundra-Felder gescheit nutzen. Mit Wald und Sägewerken drauf. Im Augenblick ist das Wumpe. Ob wir einen Bürger mehr oder weniger haben, die Nahrung brauchen wir nicht. Wir haben auch noch keine Bezirke hier stehen, wo man Bürger für die Arbeit einteilen könnte in, als Spezialisten. Das, ich glaube, wir brauchen, das ist cool, dass wir den Händler haben, aber wir brauchen ihn nicht zwingend. Ich sehe keinen, dann würde ich den Händler erstmal zurückstellen und würde in Taruga weiterhin gehen auf, würde hier weiterhin gehen auf die Bezirke und danach machen wir die Sachen mit Markt und so weiter in aller Ruhe. Das heißt, wir bauen den Staudamm ein Stück weiter an und bauen und kaufen hier unten, sobald wir es können, Militärpioniere und helfen hier nach. Nächster Militärpionier hier vorne entsteht mit 680 Gold in etwa 3 Runden. So würde ich es machen, Matze. Gefällt mir. Würde ich dann auch dem mich anschließen wollen. Im Chat wird gefragt nach großen Ingenieuren von Tuna und Wunderbau. Da ist im Augenblick leider nichts im Angebot. Wir sollten auch erstmal, genau. So, jetzt erst recht. Die Bibliothek steht. Nächster Schritt Uni. Auf Händler verzichten wir, aufgrund der Überlegungen, die ich gerade angestellt habe. Rüber nach Drachenstern, Leuchtturm. Wohnraum okay. Ich würde gerne eine Stadtmauer bauen. Das ist die einzige Stadt, glaube ich, ohne Stadtmauer. Und man weiß nie, was vom Wasser kommt. Das kann sehr lästig sein. Mit Barbarenschiffen, mit fortschrittlichen Barbarenschiffen über See, wenn man keine Stadtmauer hat. Die würde ich mal kurz dazwischen schieben. Ja. Hier kommt man nicht durch. Keine Erkundung möglich. Und hier unten kommt man nicht rein. Die Galera haben wir gebaut und sie kann nichts erkunden. Ab wann können wir Schiffe, können wir das die Hochsee befahren? Sehen wir mal ordentlich keine Möglichkeit. Gehen einfach hier mal ein bisschen gucken und parken das dann irgendwann irgendwo. Das Schiff wieder auflösen, meint sogar Dschungel, du schleichigst, du alter Geizkragen. Ich glaube, das kostet ein Gold. Genau. Und deshalb kostet es uns gar nichts, weil wir haben die Karte drin, dass eine Einheitenunterhalt von nur einem Gold weggemacht wird. Deshalb ist alles gut schon geschleichig. Aber danke, dass du einen auf Dagobert machst. So, hier hatten wir gerade die Kolossalköpfe gebaut. Und wir können mittlerweile auch auf Regenwald, glaube ich. Ne? Merkantilismus war erforscht. Auf Regenwald auch Sägewerke bauen. Und das nutzen wir mal. Da gab es übrigens auch einen Vorschlag, den ich im Chat gesehen habe. Mensch, WB, Matze, baut doch Taj Mahal vielleicht in jetzt erst recht auf eins dieser Regenwaldgeländefelder. Aber das finde ich doof. Ich finde Regenwald so cool, ja, von den Produktionserträgen her, gerade mit Sägewerken. Würde ich also ungern opfern. Würde ich auch nicht so gerne machen. Die Produktion in jetzt erst recht liegt bei 43, ging also deutlich schneller. Insofern ist der Gedanke nicht doof, aber sehr, sehr ungerne. Wie gesagt, das ist nicht entscheidend, wann das da ist. Das Taj Mahal hat nur eine Funktion. Das muss in 40 Runden da sein und es muss da sein, bevor es jemand anders baut. Ansonsten ist das eigentlich egal. Eine letzte Aktion, die würde ich eher nutzen für das Steinvorkommen oben. Wohnraum haben wir ja jeweils genug, dann nutzen wir das einmal hier oben für einmal Stein anschließen. Hier bauen wir nochmal ein Sägewerk hin. So, und mit dem Kollegen im Dreieck von Bauernhöfen kann man ja bauen. Dann pushen die sich ein bisschen wechselseitig. Wohnraum reicht dicker aus.
Wir wollten mehr Richtung Südwesten und scouten, eine Runde weiter. Haufenweise neue Stadt-Start-Quest. Wir wollten mal eigentlich geschaut haben, Matsumanix, wo man eventuell Heurikas produzieren kann. Vielleicht durch den Kauf von Einheiten oder ähnliches. Das ist ganz hilfreich. Denn damit wir in der Forschung schneller vorankommen, wir hatten zuletzt die Heurikas nicht mehr wirklich uns vorgenommen. Jetzt finde ich allerdings nur spannend bei solchen Forschungen, die wirklich viele Forschungsrunden dauern. Und das sind im Augenblick sehr wenige, weil wir im Augenblick ein sehr hohes Forschungstempo haben. Das würde sich, finde ich, höchstens lohnen bei so 6er-Runden. Ach, da haben wir auch mehrere, also nicht bei denen hier unten. Da würden wir, wenn man 2 Werkstätten baut, vielleicht 2 Runden sparen. Da wir die Werkstätten sowieso holen, kann man das machen. Besiegt einer mit einem Ritter 2 Festungen, das ist irgendwie Verschwendung von Ressourcen, aber 2 Werkstätten demnächst, das wäre cool. Allerdings geht das nicht kurzfristig, weil wir noch gar keine Industriegebiete haben. Ich glaube, noch keines eines. Da auch noch abwarten wollen, weil wir wollen die eigentlich erst freischalten, die Industriegebiete. Dann, wenn die auch prächtig sind, also wenn die mindestens 4er Nachbarschaftsbonus haben, dann gibt es nochmal Zeitalterpunkte dafür und die wiederum bekommen wir dann, wenn die Gebäude drumherum, Aquädukt und Staudamm fertig ist. Und deshalb bauen wir im Augenblick eine andere Reihenfolge. Gucken wir uns gleich mal situativ an. Richtigerweise im Chat von Knight. Wir hatten darüber diskutiert, ob man nicht, bevor Kohle kommt, alle Bezirke mal bauen, mal platzieren wollen. Das wäre auch eine wichtige Überlegung, das stimmt. Aquädukte gebaut, hier vorne in Angkor Wat. Militärpionier bauen? Nein, Militärpionier kaufen wir gleich. Dauert sonst zu lange, 4 Runden. Wir können einmal einen bauen und dann den nächsten kaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir bauen hier entsprechend die Distrikte. Wir wollten hier oben, in welcher Reihenfolge? Hier wollten wir den zweiten Staudamm bauen, genau. Der wird hier. Den können wir auch jetzt schon platzieren. Also wir haben den ersten ja schon platziert und könnten den jetzt auch schon setzen, wenn wir wollen. Da kommt er hin. So, hier gucken wir uns auch nochmal alles an und stellen fest, danke für nichts. Ein Steinbruch bitte. Und der kann den Bau nochmal beschleunigen. Rundenzahl auf 11 reduziert, Militärpionier futsch. 2 Aktionen übrig, hier haben wir Sägewerke gebaut. Hier wollten wir ein bisschen scouten bei Saladin, das dürfen wir im Moment. Zwischendurch immer ein Check, ob wir bei Genghis Khan mittlerweile Allianzen machen können. Wir könnten Botschaften errichten, das wird uns Geld kosten. Cooler wäre allerdings, Mats, wenn die anderen bei uns Botschaften errichten würden. Das wäre zum einen cooler, weil wir dann immer Geld bekommen würden, nämlich 50 Gold einfach obendrauf. Und es steht ja noch der Bau möglicherweise eines Diplomatenviertels an. Und wenn wir das gebaut haben, dann bekommen wir sogar noch mehr Einflusspunkte bzw. auch diplomatische Gunst überhaupt durch dieses Viertel. Und das sollten wir uns mal überlegen. Mhm. Das Maya-Reich schreibt Geschichte. Ein Zeitalterpunkt dazu bekommen. Wofür? Ah, weil wir eine Tech in einem neuen Zeitalter verstehen. Nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Plantagen plus eine Nahrung, Uni von Oxford, 20% mehr Wissenschaft in einer Stadt und 2 zufällig gewählte Techs. Im Augenblick nicht, im Augenblick anderes zu tun. Die baue ich fast nie, muss ich gestehen. Wie oft baust du die? Zu selten. Also ich mag die eigentlich ganz gerne, aber auch in dieser Partie hat es, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch uns die KI schon weggeschnappt. Die baut das sehr, sehr gerne und sehr früh in der Partie auf den hohen Schwierigkeitsgraden. Deshalb ist das leider keine Option mehr für uns. Smarty schrieb eben im Chat, hier könnte sich eventuell befinden die Möglichkeit, dass man Einheiten über Ozeanfelder schicken kann. Das sei nämlich eine Technologie der Renaissance und das ist die letzte. Ich verlasse mich mal auf Smarty. Mal gucken, ob das stimmt, Smarty. Wenn nicht, wäre auch nicht peinlich. So, abgeschlossen. Uni hier vorne. Oh, Amphitheater. Wir bauen ein cooles Amphitheater hier vor Ort. Da habe ich Bock drauf. Oh, es gibt auch noch viele Weltwunder hier. Wüstenwiege 54 Produktion. Wahnsinn. Petra in 6 Runden.
Verbotene Stadt. Da müssen wir hier unten allerdings das Estadio de Maracana putt machen und hätten in 14 Runden eine verbotene Stadt. Das wäre aber doch schneller als die KI, oder? Die hat das doch niemals in 14 Runden fertig, oder? Was meinst du? Ja, das ist eine gute Frage. Also, es könnte knapp werden. Im Hintergrund wäre dann unser stolzer Plan, hier in der Zukunft es im Late Game des Estadio de Maracana hinzusetzen, was jeder unserer Städte plus 2, glaube ich, an Annehmlichkeiten bringt. Der Plan wäre dann, das ging dann nicht mehr. Hier wollen wir es hinsetzen und hier alles so boosten. Man kann es vielleicht, ja, wir können es vielleicht woanders hinsetzen, aber es wäre irgendwie die coole Stelle hier. Können hier auf Produkt, hier können auch einen Bauernhof überbauen, aber das ist in Wüstenwiege nicht klug, hier gibt es so wenig Nahrung. Ansonsten Apadana, immer eine Option, 2 Gesandte beim Bau eines Wunders, aber es ist so ein Baby-Weltwunder, das finde ich eigentlich nicht so unglaublich wichtig jetzt und geht auch nur neben der Hauptstadt, da müssten wir auch eines dieser Felder opfern. Nee, ich mache mal nochmal bald da mit dem Amphitheater. Und produzieren nochmal Kultur. Und ziehen hier noch ein bisschen rum. Einmal raus und eventuell können wir dann demnächst hier weiterfahren. Ja, es läuft. Es läuft, es dauert, es klappt, aber auf jeden Fall kommen wir jetzt schön zügig voran. Das macht auch mal Spaß. Beim letzten Let's Play, das war mit den Schotten, hatten wir auf Herrschaftssieg gespielt und da hatte man ab dem Midgame schon unfassbare Mengen an Einheiten zu schubsen. Jede Runde zog sich dadurch. Dadurch, dass wir friedlich spielen und mit den Maya eine Ziff spielen, die wenig Städte hat, kommt man schön schnell voran. Man hat einen angenehmen Spielfluss. Macht mir Spaß. Kann ich nicht anders sagen, macht mir Spaß.